Hallihallo, Hallöchen. Ich begrüße euch zurück zu Subnautica. Ja, ich habe in der Zwischenzeit, wo wir dann hier waren, noch ein wenig also Basis gemacht. Die Brustaufgang. Hab das Büschel und die Mütze verstaut. Und die Modifizierungsstation schon mal gebaut. Und guck mal, wir können das Messer modifizieren mit einer Batterie. Dann haben wir eine Thermalklinge. Dann brauchen wir einen Fisch quasi nur noch damit abstechen und der ist sofort gekocht. Oh, Luftzug, ist eine Tür zugeflogen. So, dann Tauchflaschen, leichte Tauchflaschen mit hoher Kapazität und Tauchflaschen mit ultra hoher Kapazität. Die werden wir jetzt direkt machen. Wir müssen mal Lithium holen. Haben wir jetzt hier. Das war viermal. Vier. Elektro. Müssen wir eben. Habe ich die eine Flasche nicht mehr genommen? Titan. 1, 2, 3. Einmal eine Leine machen, bitte. Kleine ausrüsten. Yes, wunderbar. Aber wir hätten direkt eine Batterie mitnehmen können. So. Guck mal. 135 hatten wir vorher. Jetzt haben wir 225 Sekunden. Fast 4 Minuten. Jawohl. So, Elektro. Ah, da ist er. Ja, ich wusste doch, irgendwo habe ich noch einen. Ja gut, schmeißen wir ihn gleich weg. Scheiße, ja. Trotzdem Elektro. Eine Batterie, bitte. So. Modifiziertes Messer. Aber auch das modifizierte Messer möchte ich auf Gern 3 haben. So, was hatten wir denn auf die 1? Ich hatte auf die 1. So, dann gehen wir jetzt den Gelsack draußen pflanzen. Dafür haben wir ja die Außenbecken hier gemacht. Schwupp. Scannen. Ihren Sack. Beurteilt essbar. Verwendung bei Konstruktion mit Aerogel. Gut. 3. Nein. Was ist da drin? Einmal, zweimal, einmal. Das macht nichts. Denn jetzt können wir sehen. Ja. Da ich absolut faul bin, gehen wir uns jetzt auch noch hier ein paar Schlingpflanzen holen.
mal. Abrufen. Ja, ich kann das auch. Hast du gemerkt? Sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier. Zack. Vorher, zweimal, dreimal. So, da müssen wir jetzt warten, bis sie weit gewachsen sind. Und dann können wir. Hatten wir eigentlich schon eine Nachricht auf dem Kommunikator und ich habe die nicht mitgekriegt? Schön, dann müssen wir was in der Hinsicht. Ne. Ist noch voll. Essen bei, ja, kein Essen bei, so. Dich wollte ich fallen lassen. Dich legen wir nochmal ab. Können wir in irgendeinem anderen Raum noch packen? Wer ist es? Nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. Machen wir Leben. Natürlich direkt daneben. Wir haben auch noch Chlorbleiche, also können direkt wieder wiederherstellen. Einmal trinken. Unser Gravitationsfall haben wir uns absolut quer gelegt. Die hat immer Fische drin. Unsere Bierzecke. Ah, wunderbar. Ach, Moment, die sind doch gar nicht voll. Ah, da. Ne, bringt noch nichts. Welcome aboard, Captain. Danke. Wo war das Echo da hinten? Osten, Osten, Osten. Ah, in die Richtung. Ah. Ich weiß nämlich, ich meine vom Heck aus wäre es dann. Paar Kilometer, also 2 Kilometer hat in Richtung Süden oder Westen, irgend so was, wo es interessant weitergeht.
die Richtung. Ah, da steht es ja. Aurora Treffpunkt Trockenes Land. Trockenes Land? Ich habe nur Nasses unter mir. Ah, Moment. Fahren wir mal nach Hause. Ich habe die Energiezelle vergessen zu machen. Unsere ist nämlich bis auf 16% entleert. Ich weiß nicht, ob es hin und zurück reicht. Ich habe keinen Bock zu schwimmen. Obwohl ich aber nicht sicher bin, ob allein nicht aus nicht stromsparend genug ist. Die dann überhaupt wirklich Energie verbraucht. Aber egal. Wir haben genug. So, dann müssen wir mal eben hier Schlingpflanz noch besorgen. Wir haben nämlich kein wie heißt es jetzt? Silikon mehr. Das war's. Mal sagen, unsere Gelsäcke, wie weit seid ihr jetzt? Materialien. Rubin. Für Aerobier. Ja, wir brauchen kompletten Gelsack. Alles klar. Ein Rubin. Machen wir erstmal Silikon. Bevor ich das vergesse. Und auch nochmal Schmierstoff. Haben wir, glaube ich, auch keins mehr. Aerogel. Okay. Aerogel. Für die Wasseraufbereitungsanlage. So. Filterungsfortschritt, Wasser 2% und Salz kriegen wir auch raus. Sehr schön. So, wir wollten, genau. Elektro da. Zwei Batterien rausnehmen. Diverses. So viele Spinnen hier. Die müssen wir noch farblich markieren können. So,
ist das? Das, das Haus. So, jetzt können wir uns auf den Weg machen. Zum Treffpunkt. Kamera. Was ist hier? Rettungskapsel 13. Nehmen wir mal raus. Bist du? Dich können wir rausnehmen. Dich nehmen wir mal eben raus. Ich mache auf gelb, sieht man einfach besser. Schluss aus. Da hinten war was. Eben kurz einen Schluck trinken. Rösterchen. Also, wenn das trockenes Land sein muss, dann ist das aber flach. Oh, Berge müssten man ja gerade mal 850 Meter noch mittlerweile sehen. Kommt was. War das jetzt die Wolke, die ich da gesehen habe? Echt jetzt? Eine Insel mit zwei Bergen. Wunderbar. Und guck mal. Sie hat keinen Boden. Und weshalb? Da. Da sitzt sie. Die Schweber, die haben sich verbunden zu riesengroßen Schwebern. Kann man die eigentlich scannen? Das sind die, ja? Tatsächlich. Uralter Schweber. Biodaten zeigen, dass die Riesenschweber dank einer raffinierten Symbiose mit dem Land, an dem sie haften, so alt geworden sind. Die anhaftende Landmasse wird im Wasser angehoben, wodurch das Sonnenlicht zunimmt und das Pflanzenwachstum gefördert wird. Wenn ältere Pflanzen absterben, sickern organische Rückstände und Nährstoffe in den Felsen, von denen sich der Schweber ernährt. Diese Umstände müssen seit Tausenden von Jahren anhalten, damit die Schweber diese Größe erreichen können. Lebenszyklus. Junge Schweber kommen nahe der Oberfläche vor, von wo sie auf dem Meeresboden sinken und sich an jeder stabilen Oberfläche festsaugen, die sie auf dem Weg finden. Diejenigen, die das Glück haben, an einer verdaulichen Nahrungsnährstoffquelle anzuhaften, nehmen an Größe zu, wodurch sie ihren Auftrieb erhöhen und alles, was sie tragen, näher an die Oberfläche ziehen. Unter extremen Umständen können sich mehrere Schweber an einer Lebensform in Levitangröße anheften. Oh, Levitangröße, was ist das denn? Hört sich nicht gut an. Sie zur Oberfläche zwingen und sie effektiv ersticken.
ersticken. Der Körper wird dann über mehrere Monate hinweg verzerrt, bis er sich schließlich auflöst und die Schweber sich an einen neuen Wirt binden können. Jene Tiere, die erfolgreich eine Landmasse an die Oberfläche bringen, werden mit einer aufkeimenden und permanenten Nahrungszufuhr belohnt, die es ihnen erlaubt, sich zu vermehren und den Zyklus erneut zu beginnen. Beurteilung untauglich. Wir müssen einmal hier rein. Da liegt ein PDA. Ja. Und was wir auf der Insel mit zwei Bergen alles so Schönes erleben werden in der nächsten Episode. Diese Folge ist leider wieder rum. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch alles Gute. Sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Bleibt mir gewogen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder schreibt es mir in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer, dein Aiden Croft.